At the beginning of March 2020, on the verge of becoming a pandemic, the coronavirus made its way to a small town in the Austrian Alps. Locals and authorities decided to ignore warnings and stay open for just a couple more days of business. 2 months later, Ischgl had become a tragic metaphor. Countless infections in 45 countries on 5 continents have been linked to Ischgl and the Tyrol region. Consumer advocate Peter Kolber has filed a class action lawsuit with over 1,000 plaintiffs. Investigations are ongoing. Man hat die Ökonomie über die Sicherheit und Gesundheit der Menschen gestellt. How could this happen? What can we learn from Ischgl? Der Virus ist natürlich nicht in Ischgl erfunden worden. Das betonen die Tiroler Verantwortlichen immer. Aber man muss vorausschicken, dass in Tirol der Wintertourismus einen sehr hohen Anteil daran hat, was das Land einnimmt. Gerade in Ischgl, innerhalb einer Woche im Winter, kann man rechnen, dass da mindestens rund 10.000 Personen, also Touristen, anwesend sind in dieser kleinen Wirtschaft. Ischgl's après-ski bars are estimated to make around 100,000 euros on one single good day. Their official marketing slogan is "Relax if you can." Mitten in diese Aussichten hinein kommt jetzt dieses Virus. Several Ischgl hotels receive a message from Iceland. Tourists have returned with a coronavirus infection. Instead of informing the authorities and the public, an excuse is quickly found. Die haben offenbar keine Meldung gemacht an die Behörden, sondern man hat am 5. März eine Presseaussendung gemacht, wo man sagt, ja, da gab es Infektionen, aber die haben sie nicht in Ischgl angesteckt, sondern das war im Flugzeug. Ja? Kein Mensch hat die Fluggesellschaft gefragt, ob das stimmt. Kein Mensch hat die isländischen Behörden gefragt, ob das richtig ist. Man sieht da, man war geradezu froh für diese Erklärung. Und es war ja nicht in Ischgl, man kann weiter offen halten. Und so hat man im Grunde die ganze Woche das administriert. After 4 days of no measures taken, the virus can no longer be ignored. Es wird ein Barkeeper einer solchen Après-Ski-Bar positiv getestet und die Behörden haben plötzlich alles vergessen, was sie eineinhalb Wochen vorher wussten, dass sich der Virus aggressiv verbreitet und dass man sofort schließen muss und Testungen durchführen muss mit den Kontaktpersonen. The bar is disinfected, the staff replaced, and business continues as usual. At this point, there must be hundreds, if not thousands, of infections in town. Only 2 days later, 16 employees and contacts are tested positive. The bar in question is shut down, while all the others stay open.
Health Organization declares Corona a pandemic. The United States closed their borders to Europe. In Ischgl, all bars are now sealed off. But the ski resort, restaurants and hotels are supposed to stay open until the end of the week. Gegen Ende der Woche wusste man, dass da offensichtlich der Virus sich verbreitet und man ist zu der Entscheidung gekommen, dass man das Tal schließen möchte. Und da wiederum eine Entscheidung, die für einen Laien von außen absurd ist. Man hat gesagt, die österreichischen Urlauber und die Angestellten, die mögen in Quarantäne bleiben im Tal und die ausländischen Reisenden, die sollen abreisen und zwar möglichst so, dass sie schnellstens aus Österreich draußen sind. Damit hat man aber natürlich die infizierten Touristen nach Hause geschickt und hat damit ermöglicht, dass man sich in halb Europa mit dem Coronavirus angesteckt hat. Within 24 hours, almost all tourists have left the country. 10 days after the first message from Iceland, Ischgl's Paznaun Valley is put under quarantine. Getragen ist das Ganze, glaube ich, nicht von Unwissen um die Gefährlichkeit des Virus, sondern, das ist meine Vermutung, die Tourismusindustrie hat massiven Druck auf die Behörden ausgeübt. Man hat jeden Tag verdient und daher war es durchaus wichtig, so lange wie es nur irgendwie geht, offen zu halten. Und von dieser Idee getragen, werfe ich den Tiroler Behörden vor, dass sie unter dem Einfluss dieser Tourismusindustrie verzögert reagiert haben. Das heißt, sie haben mit Verzögerung gewarnt. Sie haben mit Verzögerung Maßnahmen wie Schließung von Bars oder Hotels gesetzt und sie haben mit Verzögerung überhaupt das Tal dann unter Quarantäne gestellt. Mit dem Effekt, dass nicht nur in Österreich rund 56% aller Corona-Infektionsfälle letztlich auf Ischgl zurückzuführen sind, sondern dass auch das Robert-Koch-Institut für Deutschland sagt, dass dort 2/3 der Infektionen zurückzuführen sind auf einen Urlaub in Österreich und 90% davon auf einen Urlaub in Tirol. Locals and authorities refuse to accept any responsibility. Es gibt ein legendäres Interview mit dem Gesundheitslandesrat von Tirol, der innerhalb von geschätzt 10 Minuten Interview 11-mal sagt, wir haben alles richtig gemacht. Es liegt natürlich auch in der Eigenverantwortung der Gäste. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verblüfft, dass Sie immer wieder betonen, dass alles richtig war. Seit 3 Wochen haben wir stündlich und täglich Maßnahmen getroffen. Die Vorgangsweise der Behörde war grundsätzlich richtig und hat dann also zur Schließung des Après-Ski-Lokals geführt. Das ist im Grunde die Haltung 3 Monate jetzt nach den Ereignissen immer noch in Tirol. Das heißt, es fehlt an einem Einbekenntnis der Verantwortung, es fehlt an einer Entschuldigung bei den Menschen, die man damit in Gefahr gebracht hat, und es fehlt schon überhaupt an dem Willen, da auch Schäden zu ersetzen. Within days, he is contacted by thousands of victims.
Wir haben angezeigt die zuständigen Landesräte, Bürgermeister von Ischgl, aber auch die Seilbahngesellschaft. Und wir werden jetzt in einer weiteren Anzeige durchaus auch Hoteliers anzeigen. The Tyrolean government is actively interfering with the assembly of an independent investigation committee, publishing instead a self-organized inquest that found no wrongdoings whatsoever. It is likely that only Peter Kolber's lawsuit and the following attorney investigation will yield any valid insights. There is a quote by Billy Wilder, the Austrian-American Hollywood maestro. The connection is striking but coincidental. 2020 is an optical expression. Everything is crystal clear in hindsight. But looking back and looking forward, the case of Ischgl remains a mess, as does our entire planet. Ischgl has become a metaphor in several ways. From the reckless attitude of the world before Corona, to profiteering at the expense of human life during the crisis. And now, perhaps most tragically of all, the unwillingness to learn and create a different, more resilient, a better future. Ich habe nicht den Eindruck, dass man aus der Krise wirklich was gelernt hätte. Nicht, dass man auf eine Krise solidarisch, grenzüberschreitend reagieren würde, sondern Regierungen, die einfach das machen, was die Konzerne von ihnen wollen. The kind of vacation sold in places like Ischgl epitomizes our current society pushed to its ultimate consequence. A total binge, built on the exploitation of self and nature. There is nothing wholesome or sustainable about it. It is the end stage of work hard, play hard. But come the time to face the consequences of this behavior, the reaction is denial. A stubborn, childish refusal to take responsibility and learn from your mistakes. What we can learn from Ischgl is so obvious it feels almost redundant to say. The current system, without serious checks and balances, is unhealthy, unfair, and ultimately catastrophical. It will not change itself, not even when it has been unmasked and half destroyed by a global crisis. If we don't take serious action, if we simply go back to work hard and play hard, before long, there will not be any playground left.